Hallo und herzlich willkommen bei timetodo.ch. Ich hoffe, Sie haben die Woche gut herumgebracht und der Freitagabend ist für Sie der Beginn der Entspannung auf das Wochenende. Ich wünsche das immer den Menschen, weil ich selbst weiß, wie wichtig es ist. Ich habe ja auch 5 Tage ein volles Programm und die 2 Tage am Wochenende, die brauche ich auch immer wieder, um mich auszuruhen, Dinge nachzubearbeiten, bleibt immer ein Haufen liegen und so. Und da hoffe ich, dass es meinen Zuschauern auch so geht, dass die ein bisschen im Wochenende ausspannen können. Und dass wir noch was haben zum Nachdenken, tun wir uns am Freitag immer mit speziellen Themen beschäftigen. Eines, was mir sehr, sehr gut gefällt, was ich zwar noch nie gehört habe, aber es wird spannend, die Medizin der Bergpredigt. Haben Sie schon mal gehört? Werden wahrscheinlich auch die Menschen sagen, was? Medizin der Bergpredigt? Kenne ich nicht. Ich habe jemanden bei mir im Studio, der sich da auskennt und der mir auch die Fragen dazu beantworten kann. Ich freue mich, dass er wieder mal da ist. Herzlich willkommen, Dr. Manfred Döb. Grüezi. Manfred, Medizin der Bergpredigt. Wenn man das ja zum ersten Mal hört, Bergpredigt ist uns natürlich als Christen bekannt. Dort hat Jesus gepredigt und hat den Menschen erzählt, wo es eigentlich drum geht. Auch das haben wir schon wieder vergessen, sonst hätten wir heute die Zustände nicht auf der Welt, die wir haben. Aber was ist gemeint mit Medizin der Bergpredigt? Ja, zum einen kann ich dir nur zustimmen als Vorrede quasi, dass das christliche Europa ja überhaupt nicht christlich ist und dass die Unchristlichkeit die übrige Welt dazu verleitet, die westliche Zivilisation zu attackieren, kann man eigentlich verstehen. Vor 2000 Jahren hat Jesus, der Christus, dies gepredigt und er wusste natürlich, dass das zu der damaligen Zeit eine Absurdität oder eine Utopie war. Denn alle Völker damals lebten nach dem alttestamentarischen und leider nach wie vor üblichen Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn. Mhm. Und er hat jetzt die Liebe gepredigt. Das war ja für damalige Zeiten eine Novität. Obwohl 50 Jahre vorher, sagen die Juden immer mit dem erhobenen Zeigefinger, hat der Rabbi Hillel schon Ähnliches gepredigt, nur es hat keiner auf ihn gehört. Aha, es gibt okay. Also in Jerusalem eine Rabbi-Hillel-Straße. Sie kennen ihn eigentlich, aber wenn wir die Realität anschauen im Nahen Osten, das Gegenteil ist der Fall. Immer nur. Ich würde sagen, dort kann man ja von Liebe und Frieden eigentlich überhaupt nicht sprechen. Solange ich mich erinnern kann, rappelt es da ständig und ist ständig irgendein Theater. Genau. Also, Jesus war damals, oder Jeschua ben Josef war damals ein Prediger und ein Prophet und ein Heiler gleichzeitig. Also damals waren, wie im ganzen Altertum, Heilen und Spiritualität nicht getrennt. So wie in den Hochzeiten Ägyptens und in Atlantis, wann auch immer, die Priester, Ärzte waren eben beides. Und so war er es auch. Und er hat ja vielerlei Heilungen vorgenommen, aber er hat immer gesagt, dein Glaube hat dir geholfen. Also es war keine Heilung, wo der Patient passiv blieb, mhm, sondern er musste eine Leistung bringen. Er musste glauben, vertrauen, hoffen und vielleicht sogar lieben. Das wäre dann der Gipfel. Also ohne diese Basis ging es damals nicht. Und für die heutige Zeit ist die Bergpredigt eigentlich konzipiert worden. Mhm. Denn erst mit dem Eintritt in das Wassermann-Zeitalter ist die Reife der Menschheit zum Teil so weit, dass die Bergpredigt greifen kann. Bisher war sie ja eine Utopie. Also wer innerhalb der Kirchen meinetwegen als Priester oder Pfarrer die Bergpredigt vertrat, der wurde auch innerhalb der Kirchen für etwas verrückt erklärt. Ne? Jetzt hast du ja auf dem Buch, du bist der Autor dieses Buches und liebe Zuschauer, Sie holen sich vielleicht Papier und Bleistift. Gleich gebe ich Ihnen bekannt, unter welchen Daten Sie das Buch bei Interesse bekommen können. Und zwar, wenn Sie sich direkt an das Gesundheitszentrum in Bichwil wenden, während der
der Sendung werden immer unten sowohl Telefonnummer als auch Webadresse eingeblendet, wenn Sie Interesse an diesem Buch, was Sie jetzt vor sich auf dem Bildschirm sehen, haben. Die Zusammenfassung möchte ich Ihnen kurz vorlesen. Die Medizin unserer Tage hat sich soweit sowohl von den Ursprüngen als auch vom Ziel entfernt, dass eine Rückbesinnung notwendig ist. Wo wäre im christlichen Abendland ein besserer Anker zu finden als im Wirken und den Aussagen von Jesus, dem Christus, der auch ein großer Heiler war? Leider wurde seine Botschaft so oft korrigiert, dass sie nur in den zentralen Aussagen richtig zu finden ist, also vor allem in der Bergpredigt. Da bevorzugt die spirituellen Aspekte wie etwa die ihm selbstverständliche Lehre der Reinkarnation eliminiert wurden, sind diese übereinstimmend mit den Wahrheiten aller guten Esoterik zu berücksichtigen. Daraus resultiert, dass die Wege zum Heil der Seele und zur Heilung des Körpers weitgehend übereinstimmen, insoweit beim Heilen weder Seele noch Körper manipuliert werden. Als Ergebnis tritt eine neue Medizin in Erscheinung, die gleichzeitig die älteste Heilkunde der Menschen ist und vor allem von allen großen Heilkundigen vertreten wurde. Sie kann nur eine echte Ganzheitsmedizin sein und beinhaltet die Sprache unserer Organe. Jedoch ist sie keine Barfußmedizin, sondern integriert die moderne Physik und Energie, Wellen und Quanten. In der vorliegenden ergänzten und erweiterten Neuauflage fließen neueste Erkenntnisse ein über den Weg des Heilwerdens und die Beziehung zwischen Körper und Seele. Der Autor Dr. Med. Manfred Döb, Arzt für Nuklearmedizin, Komplementärmediziner, geboren 1946, Publikationen über Energiemedizin, Frequenztherapie, medizinische Systemanalyse und Überwindung des Prinzips von Versuch und Irrtum in der Medizin. Also, liebe Zuschauer, wenn Sie dieses Buch erwerben wollen, Medizin der Bergpredigt, Autor Manfred Döb, über das Gesundheitszentrum in Bichwil. Dort können Sie dieses Buch zu einem sehr guten, vernünftigen Preis erwerben. Jetzt habe ich da gerade was gelesen, was mich zur ersten Frage verleitet. Jetzt steht da drin, daraus resultiert, dass die Wege zum Heil der Seele und zur Heilung des Körpers weitgehend übereinstimmen, insoweit beim Heilen weder Seele noch Körper manipuliert werden. Was heißt das? Beim Heilen wird ein Körper oder die Seele manipuliert? Wie muss ich das verstehen? Ja, die konventionelle Medizin, die chemische Mittel einsetzt, benutzt natürlich eine Manipulation. Das heißt, die Selbstheilungskräfte werden nicht mit herangezogen und nicht einbezogen und die Ganzheit des Menschen sowieso nicht. Das heißt, eine körperliche Manipulation in den Extremformen, Organtransplantation, Genmanipulation, Chemotherapie etc., da ist es ja ganz eindeutig. Aber auch die Seele wird nicht herangezogen, denn die Medizin betrachtet den Menschen als Körper, eventuell noch mit einem Gehirn versehen, eventuell noch mit einem Ich versehen, aber alles, was darüber hinausgeht, das Bewusstsein, die Bewusstheit, das höhere Selbst und die Seele werden nicht einbezogen, ja, sie werden noch nicht einmal anerkannt, sondern der Mensch ist sein Körper, er ist sein Ich, er ist seine Persönlichkeit, die dann natürlich bei Hirnkrankheiten auch schon verloren geht, dass der Mensch aber eigentlich seine Seele ist, die nur kurzzeitig für ein paar Jahrzehnte in einem Körper sich aufhält, ist ja in der Medizin völlig irrelevant. Das genau, absolut belanglos, weil, wie gesagt, nur der Körper als Gegenstand des Handelns. Und wenn eine seelische Heilkunde als Psychiatrie auftritt, manipuliert sie. Die Psychopharmaka manipulieren alle, die chemischen auf jeden Fall alle. Natürliche werden nicht benutzt, sie werden stattdessen verboten, wie kürzlich Kava-Kava aus der Südsee bekannt als wunderbares Mittel zum Heitermachen, war lange Zeit verboten. Oder Noni oder Johanniskraut oder Hopfen zum Beispiel oder Hafer. Wunderbare, sanfte Mittel für die Psyche, die aber nicht eingesetzt werden. Und wenn die Psychosomatik eintritt, die ja eigentlich zwischen Seele und Körper
die Beziehung herstellen und berücksichtigen und behandeln sollte, dann wird als Seele nur das Unterbewusstsein verstanden. Das Unterbewusstsein, wo wir lebenslang die negativen Inhalte hinein verdrängen und unterdrücken und wo wir alle unsere Leichen im Keller haben. Das innere Mehr oder weniger? Das innere Kind, kann man auch sagen, das wird herangezogen, aber auch dafür ist die Therapie völlig unzureichend. Das heißt, wenn man mit der Freudschen oder ähnlichen Methode das Unterbewusstsein versucht zu ergründen über Träume oder Fehlleistungen, Versprecher und was weiß ich, dann ist damit ja keine Therapie erfolgt. Dann ist ja nur der Pförtner des Unterbewusstseins mal kurz geöffnet worden. Es kam etwas hoch. Aber was nun? Dann werden die Schuldzuweisungen vorgenommen, Vater, Mutter, Eltern, Lehrer und wer auch immer, Ehepartner. Dann werden Schuldverschiebungen vorgenommen, es werden Projektionen vorgenommen. Aber das ist alles keine wirkliche Therapie auf seelischer Ebene. Die Seele geht ja weit darüber hinaus. Die Seele beinhaltet ja außer dem Unterbewusstsein ja das Bewusstsein, Inhalte der Vorleben, aller Vorleben. Die Seele ist unabhängig von Raum und Zeit. Das heißt, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind nicht getrennt und nicht linear etwa in einem Ablauf verbunden, sondern alles simultan. Für die Seele gibt es weder Raum noch Zeit. Und so sind wir eigentlich die Seele mit dem Auftrag, uns im Rahmen von Inkarnationen aufwärts zu entwickeln. Das heißt, die negativen Charakter- und Persönlichkeitsanteile allmählich zu reduzieren oder wenn möglich zu beseitigen. Und die Konflikte, die inzwischen im Leben aufgetreten sind, zu lösen und zu harmonisieren, sodass das Karma reduziert wird. Insoweit sind Christentum im Sinne von Urchristentum und Buddhismus deckungsgleich. Ich sage immer, Jesus und Buddha waren Freunde und sind Freunde. Man sollte die überhaupt nicht gegeneinander ausspielen. Sondern ein wahres Christentum beinhaltet einen großen Teil der Lehre des Buddhismus, des Taoismus und sogar einen Teil des Hinduismus. Also Wahrheiten aus allen Religionen müssten eigentlich im Christentum vorhanden sein. Jesus kannte alle diese Wahrheiten, denn was hat er zwischen dem 11. und 30. Lebensjahr gemacht, wo in der Bibel ja nichts drüber geschrieben wird? Er ist in der Welt umhergereist, hat in Ägypten, im Iran, in Indien und vielleicht sogar in China, weiß ich nicht, hat er die Lehren der damaligen Zeit gelernt und einbezogen in seine Lehre. Nur in der Bibel wurde es wegretuschiert. Was nicht genehm war, ist nicht drin. Ja gut, wir wissen ja, dass dieses ganze Thema Bibeln und diese ganzen Abspaltungen vom Christentum, es gibt ja heute eigentlich eine christliche Kirche, gibt es nicht. Es gibt eine evangelische oder reformierte, eine katholische, eine neuapostolische, eine urchristliche, eine gnostische, eine griechisch-römisch-orthodoxische, eine russisch-orthodoxische, was weiß ich, ein Sammelsurium von sogenannten christlichen Ausprägungen in einzelnen Kirchen. Und man rühmt sich immer damit, wie viele Christen es auf der Welt gibt, die aber manchmal schon untereinander spinnefeind sind. Man schaue nach Nordirland, da haben wir immer noch das passende Beispiel, dass sich Leute in den Kopf schießen, weil der eine ein Reformierter ist und der andere ein Katholischer. Das ist mal das zur einen Seite. Und zur anderen Seite habe ich immer das Problem dieses Alleinstellungsmerkmales. Nur wir wissen, was richtig ist, nur wir sind die eigentlichen Heilsbringer. Wenn du von dem Weg abweichst, schon mit ihrem Höllenfeuer gedroht. Also es ist keine liebevolle Kirche, sondern es ist eine drohende, eine beängstigende Kirche. Und da finde ich schon mal den Grundfehler drin an dieser Institution. Ich rede nicht über die vielen Menschen, die da karitativ gute Dinge tun, sondern über die Institution. Richtig.
Und das zentrale Thema von Jesus, die Liebe, kommt da nicht vor. Es wird zwar geredet, aber das haben auch schon die Schriftgelehrten und Pharisäer damals getan. Die hatten auch solche Sprüche im Mund, haben aber das Gegenteil gelebt. Vor allen Dingen in ihren Motiven, in ihren Gedanken. Denn das hat Jesus ja auch gesagt, an die Gedanken und die Gefühle sind genauso wichtig, wenn nicht gar wichtiger als die Worte und die Taten. Das heißt, meine Motivation ist entscheidend. Was ich von mir gebe, ist ziemlich unwichtig. Und meine Taten können, wenn wir in den USA die Charity-Veranstaltungen ansehen, die Taten können das Gegenteil verschleiern. Genau. Die negativen Motive. Das heißt, was dahinter steckt, darum geht es doch. Deswegen höre ich ja immer öfter, dass, wenn es um den medizinischen Ratschlag geht, dass immer mehr dem Patient gesagt wird, das allererste, was du mal beachten musst, ist eine sogenannte Gedankengesundheit oder Gedankenhygiene. Ja. Warum muss man das den Menschen denn heute sagen? Naja, weil eben die Menschheit sich nur auf die Fassade konzentriert, die Oberfläche. Das ist in der Medizin so, die Ursachen werden nicht gesucht und nicht erkannt und nicht behandelt. Aber auch in den zwischenmenschlichen Kontakten ist es so. Wenn mir jemand ins Gesicht lügt und er tut es gut, dann glauben ihm 90% der Menschen. Das heißt, wir sind gar nicht mehr in der Lage, von unserem Bauchgehirn her, von unserem dritten Auge her, hinter die Fassade zu schauen. Wir lassen uns von der Oberfläche beeindrucken und manipulieren. Soweit ich weiß, war das vor einigen tausend Jahren noch völlig anders. Da hatten die Menschen noch solche magischen Fähigkeiten, die heutzutage nur noch die Kinder und die Hellseher aufweisen. Und die ließen sich nicht ein X für ein U vormachen, sondern da wurde immer in die Tiefe geschaut. Was will derjenige eigentlich? Spricht er die Wahrheit oder will er mich übers Ohr hauen? Oder will er mich als Rattenfänger von Hameln hinter sich herziehen? Das heißt, wir haben so vieles von dem, was der Mensch einmal an Fähigkeiten hatte, aus ihm heraus transportiert, herausgeschafft. Und damit leben wir heute auf einem Niveau, auf einem relativ niedrigen Niveau, wo alle Motive verschleiert und versteckt werden. Wir müssen uns nur anschauen, was in der Tagesschau erzählt wird. Nur die Oberfläche. Kein Journalist fragt mal, ja, warum denn eigentlich? Nein, es wird nur die Oberfläche erklärt. Ist zwar ein ganz anderes Thema, ja. Aber habe ich mich gestern köstlich amüsiert, wo mal einer die Frage gestellt hat, wo haben diese IS-Rebellen eigentlich das viele Geld her? Ja. Und plötzlich hat jeder Grübel gemacht und dann kamen so lapidare Geschichten, ja, über das Öl, was sie verkauft haben. Aber die Ölquellen sind sie ja erst gekommen, wo sie schon das ganze Land da bekriegt hatten oder so. Also auch da gibt es sehr dunkle Machenschaften dahinter. Uns wird wieder mal nur etwas von außen vorgestellt, das sind die Bösen. Wir sollen die Meinung annehmen, die wir über die Medien erzählt kriegen und uns dann dieser Meinung anschließen. Das ist ja Sinn und Zweck dieser Geschichte. Nennt man Meinungsmanipulation, ja. Haben wir schon wieder das Wort. Und diese Aufdeckung hat Jesus damals in seiner Bergpredigt auch bereits vorgenommen. Er hat zwischen dem, was offiziell passiert und dem, was eigentlich dahinter steckt, unterschieden. Und er hat gesagt, das, was auf dieser Erde, in unserer Gesellschaft viel gilt, gilt im Jenseits, in der nicht materiellen Welt, nichts. Und was im Jenseits viel gilt, gilt in unserer materiellen Welt wenig. Ein Gegensatz der Maßstäbe, eine Balkenwaage quasi. Das heißt, wer in diesem Leben ein hoch angesehener Mensch ist, wer viel Geld hat, wer vielleicht sogar sogenanntes Gutes tut, wer Autos hat, wer einen guten Status hat, wer einen guten Leumund hat, das ist alles null wert, wenn man dahinter schaut. Und Jesus hat uns geraten, in allem, was auf dieser Erde passiert, dahinter zu schauen und die wahren Werte, die nämlich dann gesund
erhalten und gesund machen zu leben. Ganz interessante Thematik. Bevor wir nochmal so auf den Inhalt des Buches eingehen, vor kurzem sagte jemand, wenn ein Mensch auf seinem Lebensweg geht, das heißt, er das tut, was er sich irgendwann mal als Seele, bevor er inkarniert ist, mit seinen Helfern vorgenommen hat, in dem Moment, wo er diesen Weg geht, wird er weder krank, noch wird ihm Unheil geschehen. Ja. Kannst du diese Aussage unterschreiben? Ja, kann ich unterschreiben. Das kommt in dem Buch auch vor. Also wir gehen alle mit einem Lebensplan in dieses Leben. Wir verändern auch die Gene der beiden Eltern bei der Zeugung so, wie wir es entsprechend diesem Lebensplan benötigen. Das heißt, die Seele ist schon bei der Zeugung dabei und schafft sich die Genveränderungen, die sie braucht. Wir gehen mit Lebensverträgen in dieses Leben. Das heißt, die Seelen, die sich dann treffen auf dieser Erde, haben vor dem Leben Verträge abgeschlossen, wie sie sich gegenseitig helfen wollen. Und dieses Helfen ist durchaus nicht nur etwas in unseren Augen Positives, sondern unsere Gegner und unsere Feinde können die wirklichen Helfer sein und nicht diejenigen, die uns nach dem Mund reden. Denn die Gegner fordern uns ja heraus, uns zu hinterfragen, unsere Motive anzuschauen und uns dann eventuell zu entwickeln, uns zu verändern. Während die sogenannten meisten Freunde, wo keiner den anderen je kritisiert und wo man sich gegenseitig in Watte packt, einem ja gar nicht helfen. Denn das führt ja dazu, dass ich mich nicht entwickle. Und der Zweck des Erdenlebens ist die persönliche, die individuelle Evolution. Also mit diesem Plan und mit diesen Verträgen geht jeder in dieses Leben. Und wenn er dem folgt und es nicht ablehnt oder den Weg deutlich verlässt, dann hat er eine reelle Chance, gesund zu bleiben. Also ist das eigentlich ein ganz einfaches, wenn man es betrachtet? Ich habe ja immer wieder diesen Satz von ganz, ganz tollen Menschen gehört, die Einfachheit der Dinge ist der Schlüssel. Kompliziert macht es nur der Mensch, um die Einfachheit der Dinge zu verschleiern. Ja. Den Satz habe ich sehr oft gehört. Es gibt auch Leute, die haben mal gesagt, warum sprechen Mediziner und Pfarrer Latein? Weil das bisschen, was sie zu sagen haben, so unwichtig ist, dass es lieber in einer anderen Sprache sagen, dass es keiner versteht. Ich will es nicht unterschreiben. Ich habe das bloß so gehört, so sitzt der Mediziner gegenüber. Aber es drückt mich schon in die Richtung, dass ich irgendwie sage, wenn ich das manchmal mir alles so anhöre, das wird so kompliziert, dass du als normaler Mensch, und das sind wir ja alle irgendwo, was andere Fachgebiete betrifft, überhaupt keine Chance mehr hast, das zu hinterblicken. Nein. Das ist ja auch das, was ich heute der Juristik so angreife. Ich sage, ihr seid gar kein Rechtssystem mehr, weil wenn es ein Rechtssystem wäre, würde jeder Bürger erkennen, wo ist richtig und wo ist falsch. Ja. Heute brauchst du manchmal Anwälte, die jahrelang durch Bücher sich wühlen, um überhaupt festzustellen, was ist richtig und was ist falsch. Also scheint mir das ganze System falsch zu sein, weil der normale Mensch kann es nicht mehr verstehen. Nee, es hat mal jemand gesagt, man sollte alle Akademiker in eine Tonne tun und den Deckel drauf. Ohne Akademiker würde es besser laufen. Und da fällt mir noch ein Satz ein, den mal einer gesagt hat. Um eine neue Lehre zu verbreiten, müssen erst die Professoren, die die alte lehren und deren Schüler ausgestorben sein. Ja. Auch ein berühmter Mann, Name fällt mir jetzt nicht ein. Aber das sind alles diese Dinge, die den des Pudelskern treffen. Wir könnten, wenn wir, ich nehme jetzt mal das Wort Ursachenmedizin, würden wir eine Ursachenmedizin betreiben, dann wäre doch eigentlich, wenn eine Krankheit mal die Ursache erkannt ist, wäre doch sofort das Thema erledigt. Könnte doch theoretisch nie mehr entstehen, wenn ich weiß, wo sie herkommt. Ja, das gehört zur Medizin der Bergpredigt, denn sie behauptet, dass im Ursprung alle Krankheiten seelischen Ursprungs sind. Also es gibt keine Krankheit, an deren Entstehung die Seele nicht mitbeteiligt ist. Meistens erheblich. Und sogar, wenn man sagt, ein Unfall, naja, das war doch wohl Zufall. Nein, auch das ist kein Zufall. Es gibt keine Zufälle. Auch das hat die Seele in dem Moment gewollt und initiiert und benötigt. Weil der Mensch nicht lernt.
Das ist es ja in der Masse. Wir haben ja vorhin beim Vorgespräch kurz das erwähnt, diese beiden Wege, die dem Menschen offen stehen, wenn er in der Inkarnation hier eintrifft. Er hat zwei Wege, die er wählen kann, wie er durchs Leben geht. Entweder durch Leid Erkenntnis zu erlangen oder ich beschäftige mich gleich mit dem Thema und erkenne, bevor ich leiden muss. Ja. Als Beispiel, ich habe auch oft gesagt, ja, so Sachen, wie jetzt arbeitet einer in einer Verzinkerei, und da ist man etwas oberflächlich mit den Sicherheitsbestimmungen. Der tut dann mal so 3-4 Jahre schön Zink einatmen, weil es so gesund ist. Und hat irgendwann eine ganz schlimme Lungenerkrankung, die meistens dann zum Tode führen, weil Zink wirklich ein ganz böses Gift ist. Dann sagt man, ja, der kann doch nichts dafür und hat auch nur seine Familie ernährt. Und das ist natürlich eine leichte und eine sehr oberflächliche Betrachtungsweise. Denn, jetzt überlegen wir mal. Warum geht jemand hin und arbeitet wo es absolut giftig ist und erkennt dann nicht mal, dass er sich so schützen muss oder legt den Druck dahinter? Was tut er? Er tut, indem er die Krankheit dann annimmt, weil er tut es ja im Moment, er nimmt die Krankheit an, um damit allen anderen zu zeigen, schaut mal, was hier passiert, wie es mich erwischt hat. Und er stellt sich letztendlich zur Verfügung, freiwillig, unfreiwillig, bewusst, unbewusst, weiß ich nicht. Aber hat nichts damit zu tun, dass da der Zufall das Thema war. Nein, der Mann ist ja nicht zufällig dahin gegangen, sondern ganz bewusst, weil er dort seine Arbeit und sein Einkommen sieht. Aber er hat im Prinzip leichtfertig das in Kauf genommen, dass er eine schwere Krankheit bekommt. Also, und wenn wir in alle Fälle hineinschauen, ist exakt das, was der Dr. Döb eben gesagt hat, genau der Punkt. Wir wollen nur nicht hinschauen, weil wenn wir hinschauen, müssten wir uns immer an der eigenen Nase packen, um dann letztendlich zu sagen, okay, gut, dumm gelaufen, habe ich so nicht gesehen oder konnte ich so nicht erkennen, jetzt habe ich meine Erfahrung gemacht und jetzt will ich schwupps wieder rüber auf die Erkenntnisschiene und nicht auf den Leidensweg. Aber wir kennen ja auch da die Dogmatisierung, die durch viele Religionen geschieht, dass der Mensch letztendlich immer zum Sünder gemacht wird. Du kommst ja auf die Welt und wenn du nicht schnurstracks dem folgst, was dir diese Menschen sagen, die sich berufen fühlen, für andere Entscheidungen zu treffen, dann bist du ein Böser, dann bist du ein Sünder, dann bist du vielleicht ein Straftäter oder bist ein Outlaw oder was auch immer. Auf jeden Fall wirst du ausgegrenzt, nur wenn du nicht den Dogmas folgst von Anfang an. Und das ist letztendlich der Anfang vom Übel. Richtig. Also im Bereich der Medizin der Bergpredigt gilt das Verursacherprinzip, Ursache und Wirkung. Das heißt, was ich verursacht habe, muss ich selber korrigieren und auslöffeln. Ich kann niemand anderen dafür verantwortlich machen. Der Verursacher, ich selber, bin verantwortlich. Nur, wie du gerade sagtest, die Angst vor diesem Verursachungsprinzip entstand durch die Sünde. Und es gibt keine Sünde. Sünde ist ein Konstrukt der Kirchen. Sondern es gibt nur Fehler, die ich korrigieren kann und korrigieren sollte. Und die Fehler sind vielleicht sogar nötig, vielleicht gehören sie sogar zu meiner Lebensaufgabe, könnte sein. Denn wir haben ja alle Hunderte oder Tausende von Inkarnationen schon hinter uns, vielleicht auch noch vor uns. Und wir haben die Aufgabe, mit unserer eigenen Evolution an der Evolution des Universums teilzuhaben und sie zu fördern. Und das tun wir mit unseren Erfahrungen. Denn nur im materiellen Universum, im Körper, in der Inkarnation, kann ich negative Erfahrungen sammeln. Und die sind für das Universum von unschätzbarem Wert. Eine so schöne Zusammenfassung dieser Thematik habe ich bisher noch nie gehört. Und es zeigt mir immer wieder, dass was wir eigentlich für wunderbare Geschöpfe sind und was wir für wunderbare Dinge tun können. Nur stellt sich mir dann die Frage, ist es wirklich im göttlichen Sinne, wenn ich unsere Natur zerstöre und mit Geld dann mich profiliere? Da denken wir nochmal drüber nach, gleich nach der Werbung. TimeToDoShop.ch. Hier finden Sie die Produkte der Gäste unserer Sendung. Nahrungsergänzungsmittel, CDs, DVDs, Bücher, Essenzen, Heilsteine, Bilder, Körperpflegeprodukte und vieles mehr. Die Produkte unserer Gäste www.TimeToDoShop.ch oder Sie bestellen einfach per Bestellhotline
morgens von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr. So, wir sind wieder da. Bei mir heute zu Gast Dr. Manfred Döb, der Autor des Buches Medizin der Bergpredigt und Komplementärmediziner, Nuklearmediziner, breites medizinisches Wissen und langjähriges medizinisches Wissen. Das sieht man schon in den weißen Haaren. Heute unsere Thematik, was sind letztendlich die Dinge, wo wir hin müssen, wo wir die Ursachen von Krankheiten feststellen? Denn eins sehen wir ja, egal wo wir hinschauen, wie viele gesunde, wirklich gesunde Menschen in ihrem Umfeld kennen Sie noch? Wie viele Thematiken holen uns ständig wieder ein? Und gesund meine ich auch ohne ständige Nackenschmerzen, ohne ständige Rückenschmerzen, ohne ständiges komplett abgespannt sein, ohne Augenzucken und lauter solche Dinge. Wie viele Menschen kennen Sie wirklich in Ihrem Umfeld, wo Sie sagen würden, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Kindern, nein, ich rede von Erwachsenen, die 40 oder 50 Jahre alt sind, wo Sie sagen, der ist noch richtig fit. Ich meine, selbst ich, der sehr auf seine Gesundheit achtet und die Sendung mit dem Dunkelfeldanalyse bei der Sabine Linek in Bad Griesbach gesehen haben, selbst ich fühle mich kerngesund, lasse auch immer wieder im Gesundheitszentrum in Bichwil, wo ich auch immer bin, das einmal checken und siehe da, es schleichen sich doch immer wieder Dinge ein, die teilweise durch Unachtsamkeit und viel durch Unwissen passiert. Und Unwissen warum? Weil das wahre Wissen über die Basis unserer Gesundheit einfach nicht mehr gelehrt wird. Weil wir haben uns ja zurückgezogen auf den Standpunkt, wenn ich krank bin, gehe ich zum Doktor, der wird schon wissen, was er machen muss. Und da liegt der größte Fehler unseres Denkens, denn nicht der Doktor ist für die Gesundheit verantwortlich, sondern jeder für sich ist für die Gesundheit verantwortlich. Und Sie haben gehört, was vorher Dr. Döb gesagt hat, die Selbstheilungskräfte, die heilen uns. Und alles andere hat auf den Körper einen Einfluss, der nicht immer im Positiven ist. Und vor allen Dingen, es ist ein Eingriff von außen. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückdenken und wir sehen alle nur heute und hier, denken wir doch mal 200 Jahre zurück. Ja, was waren da? Da müssten dann alle gestorben sein, reihenweise, jeden Tag. Jetzt betrachte ich das Leben meines Großvaters, geboren im Jahre 1900, gestorben im Jahre 1982. Wenn Sie sich das so am Kopf vorbeiziehen lassen, dann wissen Sie, dass der mit 14 den Ersten Weltkrieg erlebt hat, sogar noch mit 17 eingezogen wurde. Denn davor das Chaos, wer sich in der Geschichte ein bisschen auskennt, der weiß, was da für ein Chaos war. Dann zu der Zeit gab es noch in Wallis Hungersnöte. Dann ist er mit 39 Jahren in den Zweiten Weltkrieg gezogen. Die schlechten Zeiten vorher, die üblen Zeiten danach, als er dann aus der Gefangenschaft kam. Mein Großvater hat, solange ich mich erinnern kann, filterlose Zigaretten geraucht und mein Großvater hat jeden Abend ein Glas Wein getrunken und hin und wieder auch mal einen klaren, irgend so einen Schnaps, weiß ich nicht mehr was. Und er hat jeden Morgen 2 Löffel Traubenzucker in ein Rotweinglas mit einem rohen Ei, hat es durchgerührt und geschluckt. Gut. Ja. Also, und jetzt will mir irgendjemand sagen, das Rauchen ist schädlich. Oder will irgendjemand sagen, dass es heute alles besser ist? Wenn ich mir anschaue, was der Körper meines Großvaters überstanden hat, er hat eigentlich in seinem Leben mehr aus dem Mangel müssen leben, weil einfach nicht genug Nahrungsmittel da waren. Und wer noch Menschen kennt, die vom Krieg erzählen können, da hat man sich manchmal von Grasbüscheln ernährt, gerade wenn man da in Russland mal 6 oder 8 Wochen eingekesselt war und die Nahrung ausging. Alles Dinge, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können. Gott sei Dank können wir uns das nicht mehr vorstellen, weil ich möchte so eine Zeit nicht erleben müssen. Aber es hat mir eins gezeigt, da war keine Hightech-Medizin, da war keine Multifunktionsdiagnostik und ein Pharma-Schrank, der 10 Meter lang ist. Nein, da war die Natur, da war der Mensch und da waren die begrenzten Mittel, die man in Lazaretten oder in Spitälern zur Verfügung hatte. Und jetzt muss ich sagen, und wenn ich dann mir angeschaut habe, wie der Krankheitsstand war, weil das wird heute auch verheimlicht, siehe da, die Menschen waren gesünder wie heute. Dann kommt das Argument, ja, die haben wir jetzt so lange gelebt. Jetzt kann man natürlich mal unterscheiden, was heißt Leben. Heißt Leben in der Pflegestation liegen und 5 Jahre vor mich hinsiechen, bis ich dann sterbe? Ist das Leben? Für mich ist das nicht Leben. Wenn wir zu dem Punkt zurückkommen. Ja, einst wollte ich dazu sagen, nur ein Wort. Er hat authentisch gelebt, das ist das Zauberwort. Er war er selbst. Mhm. Er hat sich nicht verrückt machen lassen
von wem auch immer, von Medien oder Ärzten, sondern er hat gelebt und hat bejaht, wie er gelebt hat. Er war authentisch. Da sind wir jetzt auch wieder bei einem ganz wichtigen Punkt. Du hast eben ein Zauberwort gesagt. Er hat das Leben bejaht. Das ist ja auch so, da waren wir vorhin bei diesem Thema so Gedankenhygiene oder klare Gedanken. Ich sage das auch immer, wenn ich einen sehe, der dann raucht und der dann, heute ist ja das Rauchen fast schon so wie Diebstahl oder wie Raubüberfall oder so. Die Welt ist total bescheuert und diese ganzen Gesundheitsapostel, ich kann mir das nicht mehr anhören, dieses ganze Geseiere. Und dann sage ich den Leuten immer, du rauchst, kein Problem, ich habe auch 30 Jahre geraucht. Und wenn man es heute manchmal taugt, dann paffe ich noch mal eine Zigarre oder sonst irgendwie. Oder rauche auch mal eine Zigarette, wenn es mich nervt. Aber ich sage, weißt du, was die Grundvoraussetzung ist? Dass du zu dir stehst. Genau. Dass du es bewusst machst und genau weißt, das Rauchen tut mir nichts. Das heißt, rauche bewusst und rauche mit Genuss, wenn du rauchst. Jeder, der die Zigarette anzündet, mit schlechtem Gewissen, mit dem Denken, oh, jetzt habe ich schon heute so viel geraucht und ob man das nichts macht, sie beten sich die Krankheit her. Und je mehr sie sich mit diesen Negativgedanken beschäftigen, desto schneller kommt das und holt sie ein. Weil was tun sie denn? Sie manifestieren es, indem sie jeden Tag und mit jeder Zigarette wieder dran denken, wie schädlich das ist und was doch da im Fernsehen läuft und die Lungenliga erzählt und der und jeder und so. Und da muss ich sagen, ich traue dem allem nicht und ich glaube denen auch alle nicht. Warum? Weil letztendlich ist die Weltsehe und die Realität. Und wenn man in 30 Ländern der Welt war und hat dort mit Hunderten und Tausenden von Menschen gesprochen und im März mache ich die 1000. Sendung, was hier schon Leute gesessen sind und mir ihr Wissen vermittelt haben und den Zuschauern genauso. Und dann muss ich doch sagen, wann gehen wir denn dahin, dass wir mal sagen, ich bin nicht mehr manipulierbar. Ich lebe, wie hast du eben gesagt? Authentisch. Ich lebe authentisch. Ich stehe zu den Dingen, die ich mache, ob es dem Gegenüber gefällt oder nicht. Und wenn es ihm nicht gefällt, kann er ja wegschauen. Und genau da müssen wir wieder hinkommen. Wir brauchen keine Gleichmachereigesellschaft, wir brauchen auch keine Gesundheitspäpste. Wir brauchen Ehrlichkeit, Offenheit und wir brauchen wieder eine Medizin, die an die Ursachen herangeht und nicht an den Symptomen rumdoktert. Nochmal für die alle, die es vielleicht nicht verstanden haben. Der Unterschied zwischen Symptom und der Ursache ist ein ganz einfacher. Beispiel, uns tut das Knie weh. Jetzt kann ich hingehen und kann zu einem x-beliebigen Mediziner gehen und sagen, oh, Herr Doktor, mir tut das Knie so weh, wenn ich laufe, habe ich immer Schmerzen. Sagt er, ach, röntgen wir mal, nö, vom Röntgenbild ist nichts zu sehen. Dann gebe ich Ihnen mal eine Salbe mit und einen Verband, machen Sie das mal 3-4 Tage drauf und dann kommen Sie wieder und dann schauen wir, ob es gut ist. So, jetzt gehe ich einen Schritt weiter und sage, hoppala, der hat mich kein Wort gefragt, wo das womöglich herkommen kann. Wenn ich jetzt in andere medizinische Definitionen gehen, ich will es jetzt nicht so festschweißen auf eine Art, auf die Arten, die sich mit den Ursachen beschäftigen, stellen wir plötzlich fest, wenn das Knie ohne Überbelastung, natürlich, wenn ich jetzt 3 Wochen lang Treppen rauf und runter renne, obwohl ich vorher nie die Treppe gestiegen bin, schmerzen meine Knie, ganz logisch, brauche ich mir nicht überlegen, aber ohne diese Belastung, plötzlich lese ich da, wenn das Knie schmerzt, fehlt es an Entscheidungskraft. Und ich, habe ich erst gar nicht verstanden, was gemeint war. Ich gehe vor dem Schicksal in die Knie. Genau, auch so eine Geschichte. Sehr gut. Ich gehe vor dem Schicksal in die Knie. Und dann hat mir das mal einer erklärt und hat gesagt, stell dir mal vor, dein Fuß wäre an den Rändern der Schuhsohlen im Boden festgeschraubt. Und jetzt überlegst du die ganze Zeit, soll ich rechts gehen, soll ich links gehen? Was passiert? Das Knie verdreht sich ständig, weil der Fuß unten nicht weg kann. Also das nächste Gelenk und das ist das Knie. Und das, ich will rechts gehen, dann will ich wieder links gehen, dann will ich wieder rechts gehen. Also ich stehe auf der Stelle und drehe mich ständig hin und her, kann mich aber nicht entscheiden. Klassische Nummer, wer mal Rollerblades oder Rollschuhe gefahren ist und ist in die Kante von einem Bordstein hineingekommen und dann gestürzt, der weiß, wovon ich rede, ist mir nämlich vor ungefähr 15 Jahren passiert, dann reißt es im Knie eine Sehne. Warum? Weil der Fuß fest ist und das Knie sich verdreht. Ganz normale Dinge. Und würden wir anfangen, wieder da hinzuschauen und uns nicht ständig von irgendwelchen Dritten erzählen lassen, was uns fehlt, wie es uns fehlt und wie wir es dann machen können, ohne selbst uns damit zu beschäftigen, dann hätten wir viele Wege einfacher und wir könnten wieder anfangen, uns zu fühlen.
Und das sagt die Bergpredigt unter anderem eben auch. Es gibt keine Sünde, es gibt noch nicht einmal Schuld, es gibt Fehler, die aber meistens in Form von Seelenverträgen vorher abgesprochen wurden. Und das Schlimmste, was man tun kann, sind die beiden Dinge Sorgen und Ängste. Also Sorgen sind Vorwegnahmen dessen, was ich verhindern will. Das heißt, es ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Aber wer heutzutage von sich sagt, er lebt in den Tag hinein, er lebt in der Gegenwart, das ist ja Luftikus, das ist unseriös. Dagegen hat Jesus genau das gesagt. Der heutige Tag sorgt für sich, der morgige sorgt für sich. Denke nicht an morgen, lebe nur heute, mache dir keine Sorgen. Und eben die Ängste sind das Allerschlimmste, die nehmen auf jeden Fall das vorweg, was ich eigentlich vermeiden möchte. Also Gedankenhygiene ohne Sünde, ohne Schuld, ohne Sorgen, ohne Ängste. Da geht es genau hin. Und jetzt kommen wir doch mal so ein bisschen in diese Definitionen hinein. Dann gibt es einen Bereich, der nennt sich Therapien. Da heißt es harte oder weiche Methoden. Ebene der Zahlen und Mengen, Immunsystem, der Regelkreise, der zentralen Regulation, des Vegetativums und der ZNS. Da muss ich mir jetzt gleich nochmal aushelfen. Energiezustand, Energiefluss und Psychosomatik. Wenn ich mir das jetzt alles anschaue, dann ist das ja ein komplexes Erfassen des gesamten menschlichen Stoffwechsels und Ablaufs. Ja, also die Listen, die da in dem Buch vorkommen, die du jetzt zum Teil erwähnt hast, die erfassen die Ganzheit. Das ist der Anspruch gewesen, als ich das geschrieben habe, von der Materie, der tiefsten Materie bis zum höchsten spirituellen Bewusstsein, zu dem der Mensch fähig ist. Man kann es auch aufteilen auf die Chakren zum Beispiel. Das erste Chakra Beckenboden, Erdung. Das siebte Chakra Zirbeldrüse, Kontakt zur Seele, Öffnung zum Kosmos, Öffnung zur Spiritualität. Der Mensch hat ja diese Ebenen in Form der Chakren alle in sich. Auch die Meridiane kann man so auffassen. Gouverneur und Konzeptionsgefäß transportieren ja das Qi vom Beckenboden zum Gehirn und lassen es wieder runterfließen. Und auf die Weise, man kann es auch Kundalini-Energie nennen, auf die Weise geben wir dem Gehirn die Energie, um spirituell tätig werden zu können. Denn der Intellekt, der Verstand ist nur eigentlich ein recht schwacher Helfer. Nur für mich ist das einfach ein Speicher. Wenn ich mir überlege, das Gehirn saugt sich das Leben lang voll mit irgendwelchen Informationen. Und vor allen Dingen finde ich sogar, ist dieses Gehirn zu meinem Nachteil, wenn ich nicht in mir selbst bin. Ich sage das immer als Beispiel, wir kennen das ja. Du kommst in eine schreckliche Situation, klassisches Spiel, 6, 7 Jahre alt, muss in den Keller gehen. Papa sagt, Mensch, hol mir mal eine Flasche Wein aus dem Keller oder ein Dings. Ja, Papa, mache ich natürlich, klar, geh in den Keller. Und während ich in den Keller gehe, plötzlich macht es Batsch, die Birne platzt oder macht, verabschiedet sich mit einem Knall und ich stehe im Stockdunkeln. Für jedes Kind ist gleich, weil dunkel und so hat man ja immer diese Geschichten in sich, die Eltern weiter übertragen. Das heißt, ich erschrecke und habe ein Trauma erlebt jetzt, traumatischer Zustand. Ja. Ich fange wahrscheinlich schreien und heulen an, Vater oder Mutter kommen gelaufen und jetzt entscheidet sich schon bei der Behandlung, ob dieses Trauma aufgelöst wird oder ob es bleibt. Ja. Habe ich verständnisvolle Eltern, läuft das toll ab, habe ich unverständnisvolle Eltern, habe ich das jetzt drin. Das heißt, 30 Jahre später passiert das Gleiche in Rot. Das heißt, ich komme, laufe irgendeine Treppe runter, vielleicht in einen Keller, das Gleiche passiert. Was macht mein Gehirn? Es spiegelt mir sofort diese Bilder und diese Emotionen von vor 30 Jahren, wo ich 7 Jahre alt war. Und jetzt sage ich immer, und da trennt sich die Spreu vom Weizen in den Menschen. Die Menschen, die wissen, um was es geht, die nehmen die Bilder, schauen sie an in ihrem geistigen Auge und sagen, aha, so habe ich damals reagiert. Jetzt bin ich 35, ich weiß genau, warum hier das Licht kaputt gegangen ist, weil die Birne aus ihrer Lebensdauer beendet hat. Ich kann jetzt da rausgehen an den Sicherungskasten, das ausmachen, eine Taschenlampe mir holen, neue reinschrauben, fertig.
Wenn wir uns aber überfallen lassen von diesem, was das Gehirn als Speicher sich aufgehoben hat, bis in die Unendlichkeit und das Unterbewusstsein genauso, und wir das immer annehmen zur Beurteilung der jetzigen Situation, dann machen wir den größten Fehler unseres Lebens. Ja. Dann handeln wir nicht aus Erfahrung, sage ich den Leuten immer, sie handeln aus Dummheit. Weil Erfahrung heißt nicht, alles, was ich in meinem Leben erfahren habe, muss ich nehmen, um mein Leben zu bestreiten. Im Gegenteil, alles, was ich in meinem Leben erfahren habe, nehme ich als Bild und beurteile die Situation aus dem Hier und Jetzt und nichts anderes. Und nur deswegen kann ich unbelastet in Dinge hineingehen. Wie viele schreckliche Erlebnisse haben viele Frauen gehabt? Statistisch sagt es, jede dritte Frau wird im Leben einmal missbraucht. Jetzt stellen wir uns das doch mal vor. Wenn sie diese schreckliche Handlung in ihr ganzes Leben integrieren würde, wäre dann eine Partnerschaft überhaupt noch möglich? Wäre nicht. Nein, sie muss sich davon lösen und muss sehen, was damals waren, wie die Umstände waren und wie das Leben heute ist. Ja, kommen wir zurück. Also, was behauptet die Medizin der Bergpredigt noch? Sie sagt, dass die kosmisch-göttlichen Gesetzmäßigkeiten, die für das Universum gelten, überall repräsentiert und existent sind. Das heißt also, nicht nur im Menschen als Ganzes, sondern in jeder Zelle, in jedem Molekül, in jedem Atom, in jedem subatomaren Partikel, in jeder Welle. Es gibt nichts im Universum, das nicht holographisch das göttliche Gesetz beinhalten würde. Was eine tolle Formulierung. Ja, genau. Ja, und das alles beinhaltet das göttliche Gesetz. Ja, klar, ja, natürlich. Und die Bergpredigt ist im Rahmen der Erkenntnis der göttlichen Gesetze ein wunderbarer Weg. Nehmen wir nur die goldene Regel der Bergpredigt. Was du nicht willst, dass man dir tu, füge auch keinem anderen zu. Oder positiv gesagt, was du willst, dass man dir tu, das tue den anderen möglichst zuerst. Mhm. Denn dann wird der positive Boomerang auf dich zurückkommen. Also ist ja im Prinzip, wir hatten ja schon mal eine Sendung über die kosmischen Gesetze oder die hermetischen Gesetze. Wenn ich das jetzt höre, dann sind die Hermetikgesetze oder die kosmischen Gesetze ja nichts anderes wie die Grundlage unseres Sein, was auch Jesus letztendlich gepredigt hat. Das ist ja eben eines der Gesetze der Resonanz gewesen, was du erzählt hast. Warum hätten diese Gesetzmäßigkeiten anders sein sollen? Sie sind ja die Wahrheit. Mhm. Sie sind die kosmische Wahrheit. Und die verschiedenen Avatare, die auf die Welt kamen, haben bestimmte Teile herausgegriffen und sie insbesondere interpretiert. Also zum Beispiel Lao Tse, die Weisheit und die Gelassenheit, das war sein Thema. Bei Jesus war es die Liebe. Liebe dich selbst zuerst und dann liebe den anderen wie dich selbst. Aber wenn du dich selbst nicht annehmen kannst oder willst, kannst du auch keinen anderen lieben. Das heißt, dann stehst du dumm da. Beginne bei dir selbst, indem du dich annimmst, wie du bist, inklusive der negativen Anteile, inklusive der Schatten. Denn das Positive in mir ist ewig, das Negative ist vergänglich. Das war ja ein toller Satz jetzt. Den habe ich aber übrigens auch schon gehört in einem Buch, was über den Buddhismus geschrieben wurde, und zwar das Bien Lu. Diese Inschriften auf dieser Smaragdwand, da steht es fast so wörtlich drin, wie du es gerade gesagt hast. Mhm. Und wenn ich das jetzt mir überlege, dann heißt es ja, wir sind immer im Vorteil. Ich vergleiche das immer mit dem Magnet, wo eine Seite 1,4%, glaube ich, mehr Kraft hat wie die andere. Ja. Dann sage ich immer, jeder Normale wird sagen, ja, auf der zieht er an, auf der stößt er ab. Aber dass die eine, ich weiß nicht mehr welche, die anziehende oder die abstoßende jetzt die stärkere ist, ist stärker. Deswegen sind ja auch Magnetmotoren möglich. Sonst würde es ja gar nicht funktionieren, wenn die beide gleich stark wären und richtig, so. Richtig, genau. Aber das wissen die meisten Menschen nicht, weil sie durch unnützes Wissen von Kind an vollgestopft werden und nicht auf die Ursachen. Wenn ich jetzt dich als Mediziner, als Arzt frage, das Erste, was man doch eigentlich den Menschen in der Schule beibringen müsste, wäre, wie er seinen Körper rein, sauber und gesund hält. Richtig. Das wäre doch eigentlich die Grundvoraussetzung, bevor ich den rechnen, schreiben und was weiß ich was lerne. Das würde auch unsere ganze Gesellschaft gesund erhalten. Dann müssten wir nicht Hunderte von Milliarden sinnlos in unnötige Krankheiten investieren.
Ja, also ich sehe Time to do. An einem Punkt in dem Buch gibt es einen Bereich, der heißt ein Besuch der Ganzheit des Körpers. Und zwar geht es da die Bergpredigt, Bereinigung und Harmonie, die Sprache der Organe, Stabilität und Mobilität, Ebene der Reproduktion, Ausscheidung und Entgiftung, Verdauung und Stoffwechsel, Atmung, Herz und Kreislauf und Immunsystem. Da werden jetzt alle diese Bereiche betrachtet in der Weise, wie sie in Harmonie miteinander gehen. Und in Harmonie mit den göttlichen Gesetzen. Denn es gibt objektive göttliche Gesetze. Es ist nicht so, dass alles relativ sei. Nur oft im Bereich der Materie ist es relativ, weil die Materie auch relativ ist. Die Materie ist ja nur ein eher unwahrscheinlicher Spezialfall der Energie. Die Materie ist, wie im Osten gesagt wird, eine Illusion. Denn sie vergeht ja. Die Materie degeneriert ja und sie vergeht. Absolut. Keine Materie bleibt, wie sie ist. Und gerade die höchstatomaren Atome zerfallen ja. Typisch für die Materie. Genau. Alles zerfällt. Ja. Daher die Materie eine Illusion und daher gibt es objektive göttliche Gesetze, an denen wir uns orientieren können. Nehmen wir das eine, das erste aus dem Alten Testament. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, ist ein göttliches Gesetz. Denn was haben wir heute als Götter? Wir haben weniger Baal oder Mithra oder wen auch immer oder Jupiter oder Zeus, sondern wir haben den Erfolg, wir haben den Profit, wir haben die scheinbare Sicherheit und wir haben die Materie als Götter neben Gott oder gar als Götter über Gott. Ich sag ja immer scherzhaft, glaub nicht, dass ich Gott GELD buchstabiert. Ist genau diese Basis. Ja, ich habe ja auch die ganze Zeit diese Problematik, dass wenn die Diskussion aufkommt, ob ein Kreuz irgendwo in einer Schule oder in einer Kneipe oder was weiß ich wo hängen soll, plötzlich wird vom christlich-abendländischer Kultur gesprochen und so weiter. Aber nur dann. Wenn ich das Verhalten der Menschen mir anschaue, ist von christlich-abendländisch überhaupt nichts mehr zu sehen. Die gehen aufeinander los wie in der Steinzeit. Nur heute natürlich mit gepflegteren Mitteln. Heute macht es der Herr Anwalt und der Herr Richter und der Herr so und so und der Herr so und so. Und die machen dann die anderen platt. Aber Allein das Kruzifix als dieses Fetischsymbol der meisten Christen ist für mein Gefühl eine Blasphemie, eine Gotteslästerung. Denn die Leistung von Jesus bestand hier nicht darin, sich ans Kreuz schlagen zu lassen, sondern darin, dass er das ganze Geschehen überwand, dass er es transzendierte und dass er allen Seelen seine Energie, seine Christusenergie in das Herzchakra übermittelt hat, sodass ab dem Moment eine weitere Degeneration der Menschheit und der Seelen gar nicht mehr möglich war. Das heißt, wenn ich das Kruzifix zeige, ist das ein völlig verfehltes Thema. Es geht um den segnenden Christus, Um den liebenden wie er Christus, den heilenden. genau segnend, heilend, liebend, wie er oberhalb von Rio de Janeiro steht. Das ist der Christus, um den es geht. Das Kruzifix ist eine Gotteslästerung. Also seltsamerweise hat mir das ein ehemaliger katholischer Priester genau in den gleichen Worten gesagt. Er hat gesagt, jetzt muss man sich überlegen, ein Christus, der durch Liebe, durch Barmherzigkeit, durch Nächstenliebe eigentlich seine Lehre geprägt hat, wird dargestellt in einem Symbol seines schrecklichsten Momentes und gleichzeitig werden die Menschen in Angstzustände versetzt, weil wenn man sich eine gewisse Brutalität, wenn man das anguckt, ein Mensch, der ans Kreuz genagelt ist, ist ja mal kein schöner Anblick. Und da kommt auch gleich dieses Schuldthema mit hinein. Du wirst gleich klein gemacht, um Gottes Willen, dass sie mir schuld ist, dass jetzt da am Kreuz hängt und so. Nein, sind wir nicht. Keiner von uns sowieso nicht. Und die Hintergründe und ob er wirklich ans Kreuz genagelt wurde, weiß keiner. Sie nicht, ich nicht und auch in den Büchern, was da drin steht, das wissen wir. Es gibt solche Bücher und solche. Zwischendurch gibt es immer mal welche, die mal wieder einen Haufen Bücher verbrennen, dass da nicht drin steht, was man lesen soll oder umgekehrt. Und so sehen Sie, es ist alles Schein. Ihre wirkliche Entscheidung können Sie nur in Ihrem Herzen treffen. Und die können Sie nur abstimmen, wie sagst du immer, mit meinem Bauchgefühl und mit dem, was man Gehirn nennt. Und wie gesagt, die Güte, die Nächstenliebe,
alle diese Dinge, die Jesus gepredigt hat, wo finden wir die denn heute noch? Wo ist denn unsere christliche Kultur geblieben? Wo denn? Gehen Sie doch mal mit offenen Augen durch die Stadt, gehen Sie mal morgens um 7 Uhr an den Bahnhof und gucken Sie mal, wie viele Menschen da lächelnd rumlaufen. Warum tun die das denn nicht? Weil sie alle so glücklich sind, weil sie alle hier leben dürfen, weil wir es doch so gut haben? Sollte man einmal drüber nachdenken. Ja. Und das wichtigste Geschenk Gottes an seine Kinder war das Gesetz des freien Willens. Das Gesetz der Entscheidungsfreiheit und der Freiheit überhaupt. Und wenn wir uns heute anschauen, die meisten Menschen haben Bindungen über Bindungen. Sie haben Anhaftungen, sie können so vieles nicht loslassen. Sie meinen, sie können so vieles nicht loslassen. Wir sehen es in unserem Zentrum beispielhaft, wenn es darum geht, beherdete Zähne ziehen zu lassen. Nur wenige sind dazu bereit, weil sie sagen, ich brauche den doch, auch wenn er tot ist. Auch wenn dieser Zahn, wie Sie mir jetzt erklärt haben, meine Leber krank macht, ich brauche ihn doch. Sogar da gibt es Bindungen, man glaubt es nicht. Vielen herzlichen Dank, Dr. Manfred Döb, dass du dir Zeit genommen hast, das so zu erklären. Für mich eine ganz erhabene Sendung, wieder eine meiner Lieblingssendungen, kommt auf die Liste. Warum? Weil es wirklich an die Ursachen geht und an die Grundthematiken. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört. Kaufen Sie sich das Buch. Ich empfehle es. Es gibt Ihnen viele Antworten auf die Dinge unserer Zeit. Ich bedanke mich, dass Sie da waren. Einen schönen Abend und eine gute Nacht. Gute Nacht. Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Swiss Harmony, Ihr Hausharmonisierer.